Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Und als nächstes sehen Sie, wie gesagt, den Eurofighter, eine Leistungsdemonstration. Die Maschine kommt vom taktischen Luftwaffengeschwader Richthofen aus Wittmund und wird geflogen von einem jungen Oberleutnant. Prima. Dann harren wir der Dinge. Dauert ein bisschen, muss ja erstmal weit anfliegen, ne? Der kommt von Wittmund. Ja, Gott sei Dank hat sich das Wetter wirklich gebessert. Die Wolkenuntergrenze ist merklich nach oben gegangen. Das heißt also keine Einschränkung mehr für das Display. Und wir können das dann aus vollen Zügen genießen. Heute Morgen wäre es ein bisschen schwierig gewesen mit 1500 Fuß Untergrenze. Da ist er schnell weg. Das ist richtig, ja. So, auf der rechten Seite, da kommt er schon. Ja, die Leistungsdemonstration, die Sie heute sehen werden, dauert circa 8 Minuten. Er fliegt aus Richtung Südosten an, wird einmal hier den Vorführbereich überfliegen und anschließend beginnt das Display nach einem simulierten Start aus dem Südosten, also von der rechten Seite. Während dieser Demonstration wird er ca. 2300 Kilogramm verbrennen. Wie Sie hier schon sehen können, es ist ein sehr kompaktes und wendiges Flugzeug, eines der wendigsten der Welt. Das maximale Startgewicht beträgt 23,5 Tonnen und die Höchstgeschwindigkeit etwa Mach 2,3, was etwa 2400 km/h entspricht. Für die maximale Flughöhe haben wir bis zu 65.000 Fuß, also knapp 20 Kilometer. Normale Passagierflugzeuge fliegen nur etwa halb so hoch. So, sehr geehrte Gäste, eine Durchsage. In Schmerbeck auf dem Parkplatz ist ein Fahrzeug. MDAB 1900. Der Fahrer möchte bitte
heutigen Konfiguration sehen wir den Eurofighter mit einem Außentank. Er kann bis zu 3 Außentanks tragen. Eine Bewaffnung ist heute nicht vorhanden. Konfiguration kann er bis zu 3 Tanks tragen, 2 Kurzstreckenraketen vom Typ IRIS-T sowie 6 Mittelstreckenraketen vom Typ AMRAAM. In ihrem PKW, da bleibt dann die Karotte stehen, wenn das Triebwerk nach vorne geht. Produziert wird der Eurofighter von Deutschland, England, Italien und Spanien. Exportiert wurde er bisher an den Oman, Kuwait, Österreich und Saudi-Arabien. Eurofighter winkt zum Abschied. Ja, dann vielen, vielen Dank für diese tolle Vorführung mit dem Eurofighter. Vielen Dank, dass du dabei warst. Heute Nachmittag sind wir, glaube ich, nochmal, wenn ich mich nicht irre, dann mit meinem Kollegen Jens Krause. Und wir bereiten uns jetzt auf das nächste vor. Und da geht es um
Generationen. Zweimal hier vorbeifliegen, für die Treue bei mir zu haben, der uns so ein Stück weit durch dieses Programm führt. Ich werde natürlich wieder ein paar dumme Fragen stellen, wie sich das gehört, und übergebe jetzt einfach. Ja, wunderbar, vielen Dank. Hoppala! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, Herr Schneider muss sich gar nicht den weiten Weg machen, sondern auch Sie sehen schon, dass der Deich ein arges Problem hat. Scheinbar ist an einer Stelle doch irgendwas mit dem Deich nicht so ganz in Ordnung. Und der verliert an dieser Stelle Wasser. Und Herr Schneider macht in dem Moment das einzig Richtige, was jeder von Ihnen auch machen würde. Er ruft die Polizei. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Hallo? Mein Name ist Peter Schneider. Ich bin hier gerade am Deich und sehe, wie die Erde langsam feucht wird. Bewahren Sie erst mal Ruhe. Wo befinden Sie sich? Ich bin im Dorf Caroline und so langsam kommt da ganz viel Wasser. Ich komme hier nicht mehr weg. Keine Sorge. Wir werden Sie retten. Hilfe ist schon auf dem Weg. Wunderbar. Damit hat er genau das Richtige getan, weil... Wir sind hier immer noch in Deutschland an dieser Stelle. Die Polizei ist hier der erste Ansprechpartner. Die Bundeswehr hilft hier einzig und allein aus dem Grund, weil es einen Katastrophenfall gibt, der ausgerufen wurde und wir als unterstützende Maßnahmen tätig werden. Das Ganze fügt sich in einem Lagezentrum zusammen, was sich meistens auf eine gewisse Infrastruktur, wahrscheinlich eine größere Stadt, abstützt, um dort das Ganze zu koordinieren. Und wir sehen jetzt auch schon auf Ihrer linken Seite, dass das Lagezentrum einen Hubschrauber losgeschickt hat. An Bord dieses Hubschraubers befinden sich mindestens zwei Experten. Der eine Experte ist entweder Militärer oder Zivilist, Deichexperte, Statikexperte, der jetzt hier vor Ort hingeflogen wird, um sich das Ganze anzugucken. Und der zweite, der drin sitzt, ist wahrscheinlich ein Soldat, der mit der Koordination dieser ganzen Aktion hier betraut werden wird, das heißt die Kräfte vor Ort dann koordinieren wird. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht schon Bundeswehrerfahrung und hat das eine oder andere Wort der Bundeswehr schon kennengelernt. Vor uns was ist Sie das Dorf Caroline. Wie schätzen Sie die Lage ein? Danke. Ich sehe schon, die Situation ist noch um einiges schlimmer als befürchtet. Wenn der Deich bricht, werden tausende Häuser einfach davongespült. Wir müssen so schnell wie möglich reagieren. Als erstes evakuieren wir den Zivilisten und gleichzeitig müssen wir die Hilfskräfte für die Deichverteidigung alarmieren. Was Sie jetzt hier feststellen werden, ist das Wort Übungskünstlichkeit. Sie werden jetzt sehen, wie die beiden Soldaten aus diesem Luftfahrzeug ausgestiegen werden. Natürlich würden wir eine intakte Stelle des Deiches anlanden und nicht auf der beschädigten Stelle. Aber wie Sie sehen, ist uns der Deich ausgegangen. So viele Meter haben wir hier nicht. Deswegen werden wir an dieser Stelle das Luftfahrzeug absetzen und die Soldaten herausbringen. Wie Sie hören, ist die Priorität Nummer 1 natürlich die Evakuierung der Zivilisten, die noch vor Ort sind. Glücklicherweise ist Caroline bis zu einem gewissen Punkt ja schon leer, sodass es sich hier ausschließlich um Herrn Peter Schneider handelt, der nicht ganz so gut die Karte gezogen hat. Und trotzdem Herr Peter Schneider ein wunderbares Geländefahrzeug hat, ist auch das mittlerweile in dem überfluteten Dorf festgesteckt geblieben. Und Herr Peter Schneider muss hier irgendwie anders rauskommen. Hubschrauber handelt es sich um den leichten Unterstützungshubschrauber, den wir hier sehen, das ist eine A-145, die genau für solche Sachen unter anderem eingesetzt wird. Das heißt Verbindungsflüge, Aufklärungsflüge
und auch Personentransporte mit nicht allzu großen Gruppen. Wie Sie jetzt sehen, der Statikexperte bleibt vor Ort, guckt sich das ganze Problem an, während der Soldat den Herrn Schneider ein bisschen zur Seite führt, zu einem geeigneten Punkt, wo jetzt gleich der zweite Hubschrauber ankommen wird, der den Herrn Schneider evakuiert. Während der ganzen Zeit bleibt der leichte Unterstützungshubschrauber in der Luft, weil sollte es hier natürlich zu einem größeren Problem kommen, zum Beispiel der Deich wirklich brechen, weiter aufreißen, ist jede Hilfe vor Ort natürlich darauf angewiesen, dass sie so schnell wie möglich evakuiert wird. Und dann würde auch dieses Luftfahrzeug, was eigentlich noch Anschlussaufträge hat, dann dafür zur Verfügung stehen. Von der linken Seite sehen Sie jetzt den Evakuierungshubschrauber ins Bild kommen. Es handelt sich hierbei um den NH90, den Sie auch schon im dynamischen Display gesehen haben. Dieses Luftfahrzeug ist unter anderem mit einer Rettungswinde ausgestattet, die den Herrn Schneider jetzt an Bord holen wird. Und wenn Sie gleich im Anflug mal Ihre Aufmerksamkeit auf die Videowand richten, werden Sie feststellen, dass an Bord des Luftfahrzeugs sich bereit fertig gemacht wird, um diesen Kameraden hoch zu winschen, wie das hier als Fachbegriff heißt. Das heißt nichts anderes, dass sich in diesem Luftfahrzeug jetzt ein Rettungssanitäter, der mit an Bord ist, fertig macht und in eine sogenannte Winde einhängt. Er wird dann runtergelassen auf den Boden, wird den Herrn Schneider an sich festschnallen mit Hilfe von einem Tuch, das so ein bisschen angelegt wird wie eine Windel, ja, damit man da auch in keiner Art und Weise rausrutschen kann, und ihn an Bord des Hubschraubers nach vorne holen. Nach oben eigentlich. Ja, viele kennen ja noch diese alten Schlingen, wo man so reinhängen musste. Arme hoch, reinhängen und dann ging es los, die Wilde war. Ja, genau, das ist richtig. Die alte Schlinge hatte natürlich das Problem, meistens hängt man da selber dran und wenn man damit keine Erfahrung hat, wer die Arme hochreißt, dann kann die Schlinge natürlich keinen Halt mehr bieten und dann hätte es passieren können, dass man unten rausrutscht und das wollen wir natürlich in der Zeit vermeiden, weil wir wollen die Zivilisten ja wirklich auch gesund evakuieren. Parallel dazu sehen Sie weitere Luftfahrzeuge einfliegen, in diesem Fall auch wieder ein NH90, beziehungsweise der zweite kommt bestimmt gleich noch hinterher, die mit den sogenannten Kräften zur Deichrettung ausgestattet sind. Meine Damen und Herren, ich habe es angesprochen, es handelt sich hierbei um die RSU-Kompanie, das heißt um Reservisten, die gepaart sind, allerdings auch mit aktiven Soldaten, um hier die Deichrettung zu vollführen. Das heißt also, das Personal wird hier vor Ort so schnell wie möglich hergebracht, um mit der Deichrettung zu beginnen. Ja, in Niedersachsen haben wir drei dieser RSU-Kompanien. Das ist einmal in Lüneburg ansässig die RSU Nordheide. Dann haben wir die RSU-Kompanie Sonningen in Holzmitten und wir haben die RSU-Kompanie Küste in Wittmund. Meine Damen und Herren, was Sie hier, zumindest wenn Sie im Bereich der Bühne stehen, spüren, ist der Abwind eines Hubschraubers. Ja, das ist nicht der Wind, der gerade so aufgekommen ist, sondern der Abwind eines Hubschraubers. Jetzt können Sie sich vorstellen, Sie sind noch so knappe 75 bis 100 Meter von dem guten Stück entfernt, wie sich das anfühlt, wenn man da drunter steht. Gerade der NH90 mit seinen 10,6 Tonnen bzw. 11 Tonnen mit Außenlast als Abfluggewicht kann einen unglaublichen Abwind erzeugen, der sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos unter dem Hubschrauber macht, weil sie aktiv Luft atmen müssen. Herr Schneider ist jetzt fast an Bord, damit wird der andere Hubschrauber auch das Bild verlassen, während der zweite Hubschrauber hier parallel anlandet und die zweite Hälfte der Gruppe der Rettungskräfte und Hilfskräfte abfährt. Ja, die sind jetzt da, die werden jetzt abgesetzt, aber sie haben ja noch gar kein Arbeitsmaterial. Das ist vollkommen korrekt, die haben natürlich noch kein Arbeitsmaterial. Das muss jetzt auch gleich hinterher geliefert werden. Das ist alles ein Prozess, der zu diesem Zeitpunkt natürlich parallel verläuft. Die Sandsäcke werden nicht von dem Punkt verladen, wo sich auch die Luftfahrzeuge hier in dem Fall mit dem Personal befinden, sondern werden meistens mit irgendwelchen vorgeschobenen Orten in der Nähe der Schwachstelle abgeliefert. Hier in dem Fall ist es einfach nur wichtig, gerade auch bei der Deichrettung, dass das Material so verzugslos wie möglich und vor allen Dingen in einem stetigen Fluss erkommt, damit die Leute rund die gesamte Zeit weiterarbeiten.
Natürlich besteht die Möglichkeit von Hubschraubern, die das Material per Luft einbringen. Es besteht auch die Möglichkeit von LKWs, die das hierher bringen können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, und meine Damen und Herren, das werden wir Ihnen jetzt gleich präsentieren, dass ein Transportflugzeug diese Lasten abwirft. Leider muss ich Ihnen an dieser Stelle sagen, dass Sie im Weg stehen. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir machen da jetzt mal das Beste draus. Nachdem die CA-53, die jetzt links hier ins Bild kommt und die Außenlast mitliefert, ihre Außenlast abgeliefert hat, wird die Transall das einfach auf der anderen Uferseite abschmeißen, damit auch für sie keine Gefahr ausgeht. Wie viel hängt denn jetzt an der CH-53 dran? Wie viele Säcke gehen denn da rein in so ein Päckchen? Ich sehe, das sind hier sogar zwei. Ja genau, das sind zwei. Ich fange das mal ganz klein an, damit sich das jeder vorstellen kann. Also wir haben den klassischen Sandsack. Ich weiß nicht, vielleicht hatte den jeder von Ihnen schon mal irgendwie in der Hand. Ja, das ist so ein 15 Kilo schweres Gerät. Und das auch nur, wenn er trocken ist. Also wenn er schon Wasser getankt hat, wiegt er gut und gerne nochmal mindestens 2 Kilo mehr. Knappe 100 Sandsäcke sind auf ein so einer Palette drauf. Wenn Sie jetzt Kinder dabei haben, die sich ein bisschen langweilen, aber schon in der Schule sind, können Sie ja mal ausrechnen, 100 Säcke mit 50 Kilo, was es insgesamt gibt. Das heißt, in diesem Fall hat die CH eine Außenlast von 1500 Kilo plus 1500 Kilo, wobei zwei Paletten. Also 3 Tonnen hängen jetzt unter diesem Luftfahrzeug. Auch wenn das sehr klein ist. Und hier kommen wir schon gleich mit zu dem schwersten Flugmanöver, was es gibt an dieser Stelle, eine Außenlast absetzen. Meine Damen und Herren, Sie sehen das vielleicht, der Pilot sieht nicht, wo die Last hingeht. Er sitzt nämlich vor der Last. Das heißt, hier herrscht blindes Vertrauen in der Crew, da der Bordmechaniker und Lademeister die Maschine einsprechen. 2 links, 2 rechts, noch 1, noch 5. Ja. Das muss hier also entsprechend getimt werden und blindes Vertrauen in der Crew muss vorherrschen, damit der Pilot einfach nur diese Steuereingaben übernimmt und im schwierigen Schwebeflug auch noch die leichten Änderungen macht, dass die Last genau an den Ort kommt, wo sie hin muss. Wunderbar, der erste Sack ist da, beziehungsweise die ersten 2 Paletten. Die CH macht sich jetzt wieder aus dem Staub, um gleich das nächste zu holen. Ich hatte Ihnen ja versprochen, wir werden da gleich noch mal was Größeres absetzen auf der anderen Seite des Deiches. Und sobald die Luftfahrzeuge hier alle ihre Sicherheit gemeldet haben, werden Sie das dann auch live erleben können. Wenn Sie einen kleinen Eindruck davon bekommen wollen, wie das an Bord aussieht, bei der Transall, die da gleich ihre Last abwirft, dann können Sie auch in wenigen Minuten auf die Videoleinwand schauen. Da haben Sie nochmal eine Innenaufnahme des Luftfahrzeugs, die zeigt, wie das vonstatten geht. So, die RSU-Kompanie ist fleißig schon am Abpacken und versucht hier eine deichsichernde Maßnahme durchzuführen. Das ist richtig, da musste ich mich natürlich auch belehren lassen. Ich bin ja nur Transporthubschrauberführer. Aber bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns jetzt die Transall an, die von rechts bei Ihnen ins Bild kommt und jetzt gleich die Last auf der anderen Uferseite abwerfen wird. Da müssen wir uns halt auf die Brücken verlassen, die dann noch über die Fluss rübergehen. Sie sehen, das Erste, was da rauskommt, ist der Bremsfallschirm, der dafür Sorge trägt, dass der Luftzug diese Außenlast aus dem Flugzeug rauszieht. Es ist also keiner, der da jetzt schubst oder so, sondern das macht nur der Fallschirm. Genau, das bleibt auf der anderen Flussseite jetzt natürlich nicht herrenlos liegen, also bitte nicht wundern, da wird jetzt natürlich ein Fahrzeug hinfahren, die Paletten umladen und dann so schnell wie möglich hier hinbringen. Ich hatte vorhin angesprochen, dass es natürlich um die Stetigkeit geht, insofern werden wir jetzt auch gleich eine Außenlastkette bestehend aus NH90 und CH53 sehen, die hier der RSU-Kompanie ständig Nachschub liefert für, und jetzt kommt der Fachbegriff, eine Quellkarte. Wie gesagt, ich bin Transporthubschrauberführer, ich musste mich auch erstmal einlesen, was eine Quellkarte ist. Das ist quasi eine Maßnahme zur Deichrettung. Das muss man sich so vorstellen,
dass man einen kleinen U-förmigen Stausee um den Deich rumbaut. Ja, dafür braucht man mehrere Sandsäcke, 100 reichen da nicht, also das müssen schon ein paar mehr sein, deswegen werden die jetzt auch zusätzlich kommen. Von links sehen Sie bereits den NH90 ins Bild rein. Sie müssen sich das also vorstellen wie ein kleines U, was man volllaufen lässt und bis zu der Höhe des Deichbruches volllaufen lässt, damit es durch das Gegendruckprinzip, wie es so schön physikalisch heißt, das Loch versiegelt mit Wasser, was auf der anderen Seite drin ist. Dabei geht es in erster Linie gar nicht so sehr um das Wasser, was da austritt, sondern darum, dass auch Sand oder sonstige Sedimente, die in dem Deich drin sind, rausgespült werden und den Deich natürlich immer weiter instabil machen und zur Not dann auch zusammenklappen lassen, was man natürlich in allererster Linie überhaupt nicht möchte. Daher eine sogenannte Quellkade zur Deichrettung, die Sie jetzt hier live gebaut sehen. Und das macht die RSU-Kompanie als Profi ihres Fachs. Das dauert dann ca. 15 bis 20 Minuten, aber die sind ja schon gleich dabei. Wir sehen jetzt hier den NH90 als Außenlastträger in dieser Konfiguration. Wie viel Gewicht kann er denn transportieren? Wir versuchen uns natürlich nicht immer viel zu viel Gewicht unten ranzuhängen. Und der NH90 ist da ein sehr besonderes Modell, weil er hat eine riesige Kraftstofftanks. Der NH90 kann 2 Tonnen Kraftstoff aufnehmen, die er natürlich nicht unbedingt braucht, wenn er kurze Strecken von A nach B mit Sandsäcken fliegt. Das heißt also, je mehr Kraftstoff wir enttanken, desto mehr an Außenlast können wir mitnehmen. In dem Fall sehen wir jetzt eine Palette und wir haben gelernt, eine Palette sind 1,5 Tonnen. Und das ist auch ungefähr das, womit wir einige Umläufe schaffen. Wenn wir ihn natürlich noch in weiter Leer tanken, dann könnten wir auch 2 Paletten mit reinnehmen. Dann müssen wir aber ziemlich zügig auch wieder aufgetankt werden, weil Sprit verbraucht er ja auch. Insofern ist das der beste Kompromiss, eine Palette unter das Luftfahrzeug und dafür leben wir runter. Wenn Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit zur Videoleinwand mal richten, da sehen Sie so ein bisschen, wie das in der Aufnahme-Area, wie wir das sagen, aussieht. Das heißt, wie die Leute dort stehen und diese Lasten entgegennehmen bzw. aufnehmen. Da kommt schon der zweite Hubschrauber mit der nächsten Last. Die pendelt etwas, so nennen wir das. Das ist natürlich eine Sache, die schnell passieren kann bei Wind- und Flugmanövern. Und hier ist natürlich die besondere Kunst, das Ding trotzdem auf dem Deich abzusetzen. Ich denke, der eine oder andere von Ihnen war schon mal auf dem Deich und weiß selber, dass eine Deichkrone nicht sonderlich breit ist. Wir reden hier von 1,50 Meter. Das ist dann schon echte Präzisionsarbeit im Cockpit. Und auch im Laderaum natürlich. Lastfliegen ist immer eine ganz besondere Herausforderung, oder? Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich eine besondere Herausforderung, weil der Pilot kann nur gerade rausgucken und rechts rausgucken, sieht aber letztendlich nicht den Landeplatz, weil er sehr schmaler ist und nicht den Punkt, wo die Last hinkommt. Und das ist hier wirklich die Kommunikation zwischen dem vorderen Arbeitsraum und dem hinteren Arbeitsraum besonders wichtig. Sie sehen jetzt auch sehr schön an den Soldaten, die sich darunter aufhalten, wie viel Wind dieses Luftfahrzeug produziert. Ja. Da muss man sich teilweise schon an irgendwelchen Dingen festhalten und sei es der Kamerad daneben. Wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist das natürlich nicht nur die RSU-Kompanie als Reservisten, sondern natürlich wird die verstärkt durch andere Kräfte. In dem Fall, und das spreche ich hier gerne nochmal an, ist das die 2. Kompanie des Fallschirmregiments 31, die wir nachher auch nochmal live in Aktion erleben werden. Ja, da kommt nochmal ein Doppelpack. Ganz genau, so eine Quellkarte verbraucht echt eine Menge Sandsäcke. Das Doppelpack kommt. Und wie gesagt, achten Sie mal auf die Leute. Der CR-350 ist natürlich noch eine Spur schwerer als ein NH90, wie der Wind gleich an den armen Kameraden da reißen wird.
bei dem Doppelpack natürlich Präzision. Von links ins Bild sehen wir jetzt auch noch den LKW mit dem Lastkombi, die Transalpine abgeworfen hat. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Wir versuchen halt, die Materiallieferung so stetig wie möglich aufrechtzuerhalten, damit die Leute hier unproblematisch arbeiten können, hintereinander weg. Ich persönlich finde auch, dass der Wasseraustritt am Deich ein bisschen weniger geworden ist. Also scheint das hier schon seine Wirkung zu erzielen. Ja, Nachschub rollt, wie es so schön heißt. Das Material der Transall, was hier auf der anderen Seite abgeworfen wurde, ist jetzt da. Das muss jetzt aber auch noch wieder runtergeladen werden, ne? Das ist natürlich richtig. Wir sehen das ja hier auch sehr gut und deswegen auch die Verstärkung durch die Fallschirmjägerkräfte. Das ist einfach ein großer Teamaufwand, ein großer personeller Ansatz, der für sowas gefahren werden muss. Und wir kennen das aus den Medien, die Jahrhundert-Hochwasser, die sich ja dann doch nach 10 Jahren wiederholt haben von Oder und Elbe. Das heißt also, hier ist ein unglaublicher Personalansatz notwendig und deswegen ist es ja auch der Grund, warum die Bundeswehr im Inland unterstützt, weil diesen Personalansatz können wir an dieser Stelle halt genau leisten. Und dann entstehen eben genau solche Verladeketten, wie wir sie jetzt sehen. Und wir sehen auch, wie schnell so eine Palette Sandsäcke dann abgeladen ist. Weil der Pilot das auch nicht sehen kann, wie weit die Last im Ziel ist, ist hier auch die Aufgabe des Lademeisters oder Bordmechanikers, die Last entsprechend elektronisch auszulegen. Das ist das, was Sie immer sehen, wenn dieser Lasthaken quasi aufklickt und die Last am Boden bleibt, dann ist das der Lademeister oder Bordmechaniker, der dies in dem Fall ausgelöst hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, so ein Hochwasser, so, und plötzlich sind ganz viele Hubschrauber da. So schnell geht das ja nicht. Aber man muss auch wissen, dass natürlich so ein Hochwasser nicht schnuppi da ist, sondern da gibt es Vorwarnstufen. Und solche Vorwarnstufe gibt es eben auch bei der Bundeswehr. Es gibt ja einmal den zivilen Katastrophenfall, also die Feststellung des Katastrophenfalls und den Katastrophenalarm. Die Bundeswehr ist da meist schon schneller. Wenn die Situation unklar ist, wird meistens schon von oben nach unten dann runter der sogenannte Katall, der militärische Katastrophenalarm ausgelöst. Auch hier verschiedene Stufen. Und hier gibt es dann auch schon Bereitschaftsstufen, eben auch in den Regimentern, die dann so Standby sind. Ja, das ist richtig. Wir haben das ja vor allen Dingen live auch dieses Jahr erlebt in Süddeutschland mit der sogenannten Schneekatastrophe. So, natürlich ist die Voraussetzung, dass ein Landkreis bzw. das Land dann auch den Katastrophenfall ausruft. Vorher können wir nicht tätig werden. Trotzdem sind wir normale Menschen, die auch die Medien verfolgen. Und früher oder später wird es Bereitschaftsgrade geben, wenn wir sehen, dass sich eine Situation entsprechend zuspitzt und entwickelt. Und diese Bereitschaftsgrade gehen halt von normaler Rufbereitschaft bis hin zu, wir sitzen alle kurz vor unseren Luftfahrzeugen und warten nur darauf, dass irgendeiner sagt, dass es losgeht. Das Wasser ist versiegt. Wir sehen jetzt abschließend doch mal, wie der Verbindungshubschrauber bzw. der Leichtunterstützungshubschrauber ins Bild kommt. Wir erreichen die Unglücksstelle. Vielen Dank. Wie ich sehe, sind die Einsatzkräfte schon auf der gesamten Länge der Schadstelle im Einsatz. Wie es aussieht, können die Kräfte die Quellkarte rechtzeitig fertigstellen. Ein Schaden der Zivilbevölkerung kann so mit hoher Wahrscheinlichkeit abgewendet werden. Gute Arbeit. Ganz genau, das war jetzt quasi nochmal
so eine abschließende Sichtkontrolle von, in dem Fall war es ein Herr General, der sich das auch mal angeguckt hat, wie seine Kräfte arbeiten. Das ist auch gut und wichtig, die sogenannte Dienstaufsicht. Jetzt ist natürlich, stellt sich der eine oder andere die Frage, warum macht er das denn so, warum kann er das nicht anders machen? Sie müssen sich das auch dem Personalkörper vorstellen, wir haben gerade über ihn gesprochen. Jetzt sind hier vielleicht 20, 25 Kameraden im Einsatz, aber seine anderen 4000 Kameraden sind an anderen Stellen des Deiches im Einsatz. Und hier für den Lageüberblick ist es einfach wichtig, auf diese Art von Hilfsmitteln zurückzugreifen. In Zukunft mögen das vielleicht andere unbemannte Luftfahrzeuge machen, noch sind wir jedenfalls an diesem Punkt. Ja, tolle Sache, tolle Vorführung. So hoffe ich, dass Ihnen mal ein kleiner Einblick in diesen Szenario der Deichsicherung mal Einblicke gegeben hat, wie sowas laufen kann. Und natürlich gibt es auch andere Organisationen, die hier mitwirken. Natürlich die Feuerwehr, das technische Hilfswerk und wie wir sonst noch alles haben. Aber es hat sich ja gezeigt, bei den gerade Hochwasserlagen ist die Bundeswehr immer sehr Mann- und Frau-stark aktiv mit kurzen Vorlaufzeiten innerhalb kürzester Zeit. So 5.000 bis 10.000 Mann mal abzustellen, die tatsächlich tatkräftig unterstützen. Ganz genau. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch für Ihre Aufmerksamkeit. Sie müssen noch nicht ganz wegrennen zu den Fressbuden. Das dürfen Sie gleich tun. Die Kameraden möchten sich noch einmal ganz kurz präsentieren. Es werden hier noch mal alle Kräfte kurz auffliegen und vorbeifliegen, damit wir noch ein vernünftiges Abschlussbild haben. Und damit endet dann für Sie das Deichszenario und gleichzeitig auch das Vormittagsprogramm. Genießen Sie Ihre wohlverdiente Mittagspause. Wir werden es auf jeden Fall tun. Ja, ich sag hier schon mal vielen Dank bei Ihrer Treue für diese tolle Unterstützung, die gute Moderation durch dieses Szenario. Heute Nachmittag gibt es nochmal so etwas, allerdings nicht in der Deichverteidigung, sondern da gibt es was anderes. Was ganz kurz vielleicht nochmal, was erwartet man da? Heute Nachmittag werden wir die Einsatzrealität vorstellen. Das heißt, wir werden einen simulierten UN-Einsatz unterstützen mit unseren Soldaten. Und in dem Szenario werden auch ein paar mehr Luftfahrzeuge unterwegs sein. Quasi ein echtes Schmankerl. Aber ich hoffe, dass keiner von Ihnen sowieso vorhatte, jetzt schon am Nachmittag abzuhauen. Es würde sich nicht lohnen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Prima. Es bleiben eh alle hier. Haben wir nichts Besseres vor heute. Ist doch logisch. Ja, meine Damen und Herren, da kommen nochmal alle Beteiligten zum Abschlussbild. Auf dem Deich die Retter des Deiches und gleich die Luftfahrzeuge, die daran beteiligt waren. Mit dem H-145, mit dem NA-90 und mit dem mittleren Transporthubschrauber der CA-53. Und dann dürfen wir alle nochmal verabschieden und winken. So, meine Damen und Herren, damit wir das, wie wir schon gehört haben, das Vormittagsprogramm beendet. Ich möchte Sie aber trotzdem noch ein bisschen darauf hinweisen, was Sie noch erwartet. Neben dem Lecker. A400M transportieren oder 116 Soldaten, 4 Geländewagen vom Typ Wolf würden da zum Beispiel reinpassen oder sogar ein kompletter Tiger-Kampfhubschrauber. Also strategischer Transport ist die Aufgabe dieses Flugzeugs. Ups. So, danke schön. Da hält das einfach in der Hand. Absetzen von Lasten im Flug. Bis zu 44.000 PS.
Die Maschine ist ungefähr 750 Kilometer pro Stunde schnell. Kann bis zu 12 Kilometer hochfliegen und kann 8.500 Kilometer weit fliegen. Das heißt, diese Maschinen können weltweit zum Einsatz kommen und europaweit sowieso. Ausbildung dafür wird übrigens in Wunsdorf und auch in Sevilla, wenn ich recht in Spanien informiert bin. Falls Sie übrigens Lust haben, sich mal über Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr, über Karriere bei der Bundeswehr, bis man so allein verantwortlich fliegen darf. Ja, die jungen Leute, die uns zukommen, die müssen wirklich durch eine Tretmühle gehen. Glaube ich, sogar so 284 Kilometer pro Stunde schnell sein, diese Hubschrauber. Ja. Oben sind die Daten schon korrekt. Wir haben eine sogenannte VNE, das heißt Never Speed Never Exceed. Die hat 340 Knoten dazu. Das ist dieser berühmte Punkt ohne Rückkehr, ne? Ja. Wir haben maximales Abfluggewicht von 2835 Kilogramm. Jetzt kann man nicht pauschal sagen, dass diese Maschine 3 Stunden 30 fliegen kann oder sie kann so und so weit fliegen. Das hängt immer sehr davon ab, wie hoch die Leistungsanforderungen an die Triebwerke sind und dementsprechend wird natürlich dann auch mehr Kraftstoff verbrannt. Also ökonomisch gesehen können wir über 3 Stunden fliegen und haben damit eine gute Reichweite von 600 Kilometern. In der Ausbildung täglich sieht es bei uns aus, dass ein Lehrer ein Schülerpärchen hat. Und wenn er dann auf die sogenannten Stage-Fielder geht, um die Verfahren zu üben, fliegen die jeweils immer eine Stunde dran. Wird hauptsächlich eben halt, wie gesagt, der gelbe Engel zum Rettungsflugdienst eingesetzt oder Law Enforcement, Polizeiersatz, Zoll, VIP. Er ist so konstruiert, dass er variabel einsetzbar ist, aber doch dann wieder wirtschaftlich zu betreiben ist. Wird dieser Hubschrauber zivil gewartet von der Firma Airbus und dadurch haben wir von den 14 Maschinen, die wir dort vor Ort haben, einige sind immer in Erwartung oder befinden sich in größeren Inspektionen, haben wir jeden Tag 11 bis 12 Maschinen zur Verfügung, die vormittags, nachmittags und nachts zur Verfügung zu stehen, um die Ausbildung durchzuführen. Ich glaube, es gibt auch jede Menge Zusatzausrüstungen für diese Maschine. Ich habe gehört, es gibt Tom-Toms, man kann auf dem Wasser landen, der Hubschrauber schwimmt. Es gibt Schneekufen für den Einsatz in den Alpen. Ich glaube, die Schweizer haben solche Ausführungen, damit der Hubschrauber nicht einsinkt. Und ich glaube, man kann auch sogar theoretisch oben noch eine Winde anmachen. Ich werde nochmal das aus dem Fenster gehalten des Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrums. Und damit sagen die beiden Kameraden goodbye. Sehr moderner Hubschrauber, der quasi mit dem neuen Fly-by-Wire-System fliegt. Und einer der ersten dieser Art. Das heißt, die Steuereingaben sind nicht mehr über ein Gestänge mit dem Rotor und dem Heckrotor verbunden, sondern nur noch über Drähte und digitale Signale werden diese Steuereingaben weiterleiten. Das ist im Hubschrauber-Metier ein Novum, aber ansonsten müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ihr Ferienflieger nach Mallorca fliegt ganz genau auf die gleiche Art und Weise. Aber es hat natürlich einen riesen Vorteil. Es geht ja jetzt im Alltag nicht nur darum, ein paar schöne Flugfiguren zu machen, sondern es gibt tausend Dinge, die der Pilot beachten muss, wenn Personal, wenn Lasten in ein Gebiet gebracht werden müssen, das vielleicht auch nicht ganz so einfach ist. Flugverhalten des Hubschraubers sehr agil und schnell ist. Ab und zu, wenn Sie mal nach links auf die Videowand schauen, gibt es die 1-2 Einspieler, wo Sie sehen, wie sich das Luftfahrzeug von innen, naja, anfühlt nicht, aber zumindest wie es aussieht, wenn Sie die eine oder andere Drehung hinlegen. Also ab und zu mal auf die Videotafel schauen, weil gerade gewisse Manöver doch von dem eigenen Popo mehr verlangen, als man vielleicht normalerweise mit 2 Beinen am Boden abfahren könnte. Reden wir mal ein bisschen über Leistungsdaten. 2 Triebwerke, 4800 PS. Wie schnell kann der NH90 fliegen?
Ja, also wie gesagt, 305 km/h. Es gibt natürlich gewisse Einschränkungen jetzt, wie in diesem Beispiel das Fahrwerk draußen ist, ist es nicht mehr ganz so schnell. Das gleiche, wenn die Türen offen sind, etc. etc. Also je nach Flughafen sowie einem Rettungs- bzw. Notfallsanitäter und einem Arzt an Bord, die sich intensivmedizinisch um die Patienten kümmern können. Dann gibt es auch noch die weitere Konfiguration als Sicherungs- und Begleithubschrauber. Dann hätte er nach links und rechts in den Türen schwere Maschinengewehre montiert. Und das ist meistens auch die Kombination, wie sie im Ausland unterwegs ist. Eine Maschine für die Patienten, die an den Boden geht, und eine Maschine mit der Bewaffnung, die in der Luft bleibt, um notfalls Sicherung herzustellen. Als weitere modulare Möglichkeiten gibt es natürlich noch den Innenlasttransport, den Außenlasttransport sowie den normalen Personentransport. Es gibt einige Konfigurationen, die können bis zu 16 Soldaten mitnehmen. Wir rechnen normalerweise im Alltag mit 12 Personen plus Gepäck, weil so ein Soldat ja dann auch mal ein bisschen mehr mitnimmt als das Kulturtäschchen. Ihr habt auch sehr oft einen dritten Mann an Bord. Und der ist verdammt wichtig für euch als Pilot. Ja, das ist richtig. So eine Crew in dem NA-90 besteht immer aus drei Personen im Minimum. Das heißt, wir haben hier den Aircraft Commander. In dem Fall ist das der Hauptmann Dan Friedrich. Und dann haben wir den Piloten, in dem Fall den Hauptmann Markus Schwab, sowie den Bordmechaniker, den Hauptfeldwebel Tom Buhr in dem Fall. Das ist gleichzeitig der Lademeister und für uns eine sehr wichtige Person. Ich denke, der ein oder andere hat vielleicht das Deichszenario heute Vormittag gesehen. Da wird Außenlast geflogen und da sind wir sehr von dem hinten Sitzenden natürlich abhängig bezüglich Einsprachen, wo wir sind, weil der Pilot kann hauptsächlich nach vorne rausgucken und dann sieht er eben nicht, wo die Last abgesetzt wird. Und auch sonst mechanische Arbeiten werden durch diese Kameraden durchgeführt in der Vorfluginspektion und der Nachfluginspektion, wo er natürlich ein Teil des gesamten Teams ist, was diesen Hubschrauber in die Luft bringt. Und nochmal die Verneigung für Sie, die Verneigung vor Ihnen durch den NH-19. Konstantin Treue und bekannt vor. Er hat, als er ganz neu war, auch gleich eine Hauptrolle gespielt in einem James Bond-Film, GoldenEye. Da waren die Flugmanöver schon sehr waghalsig. Man kann mit dieser Maschine fast alles machen. Also flugtechnisch sind wir ja beim Looping dabei und das ist mit das Höchste. Die Trichterform, die wir gleich noch sehen. Also um den Nullpunkt, sag ich mal, hinterm Heck runter zu fliegen, das ist die Königsdisziplin. Der Hubschrauber hat 3 Stunden Einsatzzeit, je nachdem wie er bestückt ist, und kann mit dem Zusatztank bis 1200 Kilometer fliegen. Auch dieser Hubschrauber hat sich schon im Einsatz bewährt in Afghanistan, so wie auch in Mali. Und da war der Looping. Also so offiziell heißt das immer, diese Maschine zeichnet sich mit hoher Einsatzfähigkeit durch ein Multirollen-Waffensystem und hohe Agilität aus. Sprich, da ging es nicht gut um die Ecke. Ich denke, die Flugschau spricht dafür sich, also Agilität in allen Lagen. Man muss auch schnell ausweichen können und das zeigt er hier in Perfektion. Wenn Sie den Hubschrauber von vorne sehen, dann ist er sehr, sehr schmal. Das hat einen Grund. Ja, damit er keine große Angriffsfläche bietet, hat er natürlich eine sehr, sehr schmale Silhouette. Man sieht doch jetzt hier gut, dass die beiden Cockpits hintereinander angeordnet sind. Die Waffenanlage bedient und unten sind die Flügel. Ein bisschen schlauer mit James Bond-Film hat er nicht. Er würde sich dann wahrscheinlich durch den Motor Ja, das hat er tatsächlich nicht. Er kann also die Seitenfenster absprengen, wenn es dazu einen Notfall kommt. Dann kann man die Türen bergen.
Wir haben ja auch bei uns ein Fahrwerk mit dem Sitz, die Kästchen von über 15 Meter gehört. So, und dann reden wir mal über den Knubbel oben auf dem Dach. Sie können sich das auch angucken bei den Maschinen, die wir hier am Boden ausgestellt haben. Diese kugelförmige Apparatur über dem Rotor oben auf dem Dach hat auch eine besondere Bewandtnis. Ja, genau. Das ist unser Mastvisier. Da haben wir eine TV-Kamera drin, TI-Kamera für Nachtsicht, einen elektrooptischen Block für unsere Hortanlage und wir können ein Laserentfernungsmesser benutzen und mittlerweile ist die Aufklärung bis zu 8 Kilometer. Und das heißt aber auch, diese Maschine könnte hinter einem Wäldchen, hinter einem Hügel quasi in Deckung gehen und trotzdem drüber hinweg gucken. Dafür ist er ursprünglich auch gebaut worden, ist ja der Nachfolger der Bo, sollte PA2 heißen. Und der ist dann hinter der Baumwiffelgruppe, steigt er hoch und beobachtet. Mit der HOT muss man dann drahtgelenkt noch ins Ziel gehen und die Panzerabwehrrakete, die PA-PAS, die ist eine Fire-Forget-Waffe. Und da braucht man dann auch nicht auftauchen. Plaudern wir mal ein bisschen privat aus dem Nähkästchen. Wie lange dauert das, bis man so ein Ding fliegen kann und einem bei den Flugmanövern nicht schlecht wird? Also ich bin ja Techniker und ich kann sagen, wie meine Ausbildung dauert. Die hat auch hier mehrere Jahre gedauert. Und der Pilot, der drin sitzt, ist Kunstflugpilot gewesen und er hat mittlerweile 100 Flugstunden über Kopf. Also um das fliegen zu können, ungefähr 200 bis 300 Stunden, wenn ich Erfahrung habe. Das heißt, Sie zählen tatsächlich die Stunden, wie Sie über Kopf geflogen sind. Das heißt, Sie zählen tatsächlich die Stunden, wie lange Sie über Kopf geflogen sind. Ja, das war scherzhafterweise gestern das Thema, weil vorne haben wir ja den Gast, den Lehrer und noch den Ausbilder, sag ich mal. Und die haben ja mal scherzhafterweise zusammengezählt, wie viel es ist. Ja, das sind schon spektakuläre Manöver. Ja, die Höchstgeschwindigkeit haben wir bei 290 km/h mit Mastvisier. Wenn wir das abschrauben würden, könnten wir dem NA90 folgen. Den Tiger gibt es auch in mehreren Varianten. Wir fliegen den als Urtiger. Dann gibt es die spanischen Varianten, die französischen und die australischen. Da haben wir den Ascher D und den Ascher P, die wir auch auf der Ausstellungsfläche haben. Ja, die vorne mit der Bordkanone, die Franzosen auch ausstellen. Und um das auch nochmal zu erwähnen, diese Maschine passt zum Transportieren tatsächlich in einen A400M hinein. Die ist, wenn sie auseinandergebaut ist, wenn die Blätter abgebaut, das Mastvisier ist dann auch verladefähig. Ja, ist ja gut. Ja, und um meinen Vorredner nochmal zu wiederholen, auch wir lieben die Luftfahrzeuge, wir Techniker und sind mit Herz und Seele dabei. Und auch hier wieder die Verneigung vom Publikum. Bedanke ich mich und noch viel Spaß. Werden wir haben. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Torben Stutzke, der dafür sorgt, dass diese Maschinen immer sicher fliegen können. Es ist dann wesentlich einfacher, wenn er gleich ein bisschen weiter oben ist. Geben Sie uns ein paar technische Daten bitte. Ja, also mittlerer Transporthubschrauber. Wir haben ein maximales Abfluggewicht von 19 Tonnen. Wir haben eine Standardbesatzung von 4 Mann, also einen Piloten, einen Co-Piloten, einen Bordmechaniker und einen Bordwart. Das ist bei uns so die, ja,
Und wenn wir im Auslandseinsatz fliegen, haben wir noch dreimal Besatzung mehr, die sogenannten Bordsicherungssoldaten oder im Fachjargon auch Torgunner genannt, die dann mit drei schweren Maschinengewehren, zwei an der Seite links, rechts und eins hinten auf der Rampe dann für den nötigen Schutz sorgen. Ja, wie gesagt, 19 Tonnen Abfluggewicht. Sie haben das vorhin vielleicht schon gesehen bei der Bike-Verteidigung. Wir haben also die Möglichkeit, sogar maximal 9 Tonnen unten an den Lasthaken zu hängen und irgendwelche Lasten einzufliegen. Ja, genutzt wird das Luftfahrzeug einmal zum ganz normalen taktischen Lufttransport, zur Verlegung, Luftbeweglichkeit von Soldaten und Material, Hilfe, humanitär, Katastrophenhilfe, wie man es auch in der letzten Zeit öfters im Fernsehen gesehen hat, auch zum Feuerlöschen und im Auslandseinsatz vorwiegend als Medivac-Luftfahrzeug, das heißt also schwer verwundete Soldaten von A nach B bringen und Spezialkräfte dementsprechend ins Einsatzgebiet bringen. Ich finde auch sehr faszinierend, wie gesagt, seit 1972 ist die Maschine im Einsatz, kommt mehrfach modernisiert worden zwischendurch. Das ist richtig, ja. Und tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, soll der CH-53 bis 2030 noch seinen Dienst tun. Ist verlängert worden. Das ist korrekt. Also im Augenblick wird es wohl so aussehen, dass man mit dem Luftfahrzeug gesagt bis 2030, vielleicht auch ein, zwei Jahre drüber hinaus, dementsprechend noch fliegen. Bis dann eben mal die Entscheidung getroffen ist, welches Nachfolgemodell denn die Bundeswehr bekommen wird. Hier sehen Sie jetzt die Luftfahrzeugvariante GA, steht für German Advanced. Das ist also, der Hubschrauber sieht nur noch so aus wie 1972, ist aber avioniktechnisch absolutes Hightech-Gerät, gläsernes Cockpit, Vierachsen-Autopilot. Auch hier wieder die Frage, klar, kommt immer darauf an, was er tun soll, wie lange er in der Luft bleiben kann, wie weit er fliegen kann. Also wir haben die Möglichkeit, durchgehend, also knapp 2 Stunden können wir fliegen, wenn wir mit der GS-Variante fliegen. Das ist das Luftfahrzeug, wo links und rechts noch 2 Außentanks mit dran sind, haben wir die Möglichkeit, das Ganze bis auf 7 Stunden zu verlängern. Wir haben maximale Geschwindigkeit von ca. 300 km/h, die Geschwindigkeit, wo im Tagesdienstbetrieb sind ca. von 240 zu erzählen, wo der Hubschrauber stationiert ist. Also die ganzen CH-53 Luftfahrzeuge sind beim HSG 64, beim Hubschraubergeschwader 64 untergebracht. Das Mutterhaus ist am Standort Laupheim. Dann haben wir noch eine Instandsetzungsstaffel in Diepholz und haben dann noch den abgesetzten Bereich in Holzdorf, Schönewalde, wo auch dann hier die fliegerische Ausbildung stattfindet. Jetzt sehen wir ein Flugmanöver. An diesem Flugmanöver hat eigentlich nur die Firma Besatzung Spaß. Die Leute, die dann drinnen sitzen in diesem Luftfahrzeug, die ja quer zur Flugrichtung sitzen, da kann der ein oder andere mal beweisen, wie gut er das Essen dann unter Kontrolle hat. Also es ist schön, wenn man vorne drinnen sitzt und dann nur Gras sieht. Nicht jeder verträgt dieses ganze Manöver. Auch dieses schnelle nach oben steigen ist für den einen oder anderen Magen nicht unbedingt das Ideale. Aber es macht einfach Spaß. Also ich glaube, es gibt keine Achterbahn, die fieser ist. Mehr Spaß. Wir haben bei den kleineren Hubschraubern immer von der Wendigkeit gesprochen, von der Agilität. Aber ehrlich gesagt,
Diese Maschine macht für mich auch einen ganz quicklebendigen, fixen Eindruck. Das ist richtig, trotz ihrer Größe und ihres maximalen Abfluggewichts von 19 Tonnen hat also dieses Luftfahrzeug zwei Triebwerke mit insgesamt 8000 PS haben wir und ist dann natürlich genau die Leistung, die dieser Hubschrauber braucht, um dementsprechend seine Aufgaben durchzuführen. Also der Hubschrauber hat mehr Leistung als das, was wir eigentlich immer brauchen. Überfliegen und wenn er dann irgendwo weit oben eine Runde schlägt, dann reden wir ein bisschen drüber, denn man wird uns kaum verstehen können, wenn er hier direkt über uns ist. Ja, das glaube ich auch. Das wird sehr laut gleich werden. Deswegen, wenn Sie keine Ohrenschützer haben, halten Sie sich lieber die Ohren zu. Hier kommt er, der Eurofighter. Wer sich den privat leisten möchte, Sie brauchen dann, glaube ich, schon eine gute Tankstelle. Denn ungefähr verbraucht er bei dieser Vorführung jetzt so viel Sprit, wie ein normaler Autofahrer, glaube ich, in anderthalb Jahren verfügt. Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Das sind 2300 Kilogramm. Bis zu 9G fliegen wir in der Eurofighter. Pilot wahrscheinlich auch
für eine spezielle Ausrüstung? Ja, genau. Wir haben eine sehr gute Ausrüstung, sodass wir auch 9G locker aushalten können. Und man darf eins nicht vergessen dabei, in den anderen Maschinen, die wir bis jetzt gesehen haben. Die Verantwortung wird unheimlich groß sein, in diesem Flugzeug, weil sie da alleine drin sind. Ja, das ist richtig. Wir müssen mittlerweile die Waffenbedienung, die Navigation und das Fliegen alles in einer Person übernehmen. Das ist natürlich eine deutlich größere Herausforderung, zusätzlich zu den deutlich höheren G-Kräften. Wie lange dauert es, bis man sowas dann tatsächlich führt? Ausbildungszeit ist 3,5 Jahre etwa. Normalerweise dauert es ein bisschen länger, weil man zwischendurch noch Wartezeiten hat. So muss man auf 4,5, 5 Jahre Ausbildungszeit kommen. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch viele, die sagen, das ist toll, das möchte ich auch gerne mal machen. Aber das schaffen nicht wirklich alle, die so eine Maschine bekommen wollen. Langwieriges Auswahlverfahren und nur die wenigsten schaffen es wirklich durch den gesamten Prozess. Aber auch da wieder der Hinweis, würde alles nicht funktionieren, würde die Mannschaft am Boden verlassen können müssen. Ja, das ist richtig. So ein Geschwader mit etwa 30, 35 Flugzeugen hat etwa 700 bis 1000 Mitarbeiter, also nur als Größenordnung, für etwa 40 Piloten. Das ist jetzt ein netter Gruß. Genau, das ist der Abschiedsgruß des Eurofighters. Einmal winken bitte. Oder hat er andere Dinge zu tun, als zu gucken, ob die Leute winken? Ja, er kann schon rausschauen, weil es das Ende des Displays war. Eine Bitte noch. Ein bisschen ist das ja, wir haben da eine schöne Ortschaft, Caroline. Caroline, die DC-3. Da geht sie. Links von Ihnen. Startet sie nochmal. Caroline ist gebeutelt worden von hohen Regenfällen und einem Deichbruch. Einige haben das Szenario heute Morgen ja gesehen, auch wenn... Hinten steht jetzt das Wasser fast bis zum Hals. Ganz genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen jetzt hier von links ins Bild kommen den Tiger mit der Hauptaufgabe, das Lagebild, was wir vom Vormittag haben, auch noch einmal zu bestätigen. Sie wissen selber, so ein Tag ist lang, da kann das ein oder andere noch passieren. Und hier geht es einfach darum, um die Informationen auch wirklich zu bestätigen, die bisher gesammelt wurden. Kommt der Hubschrauber nochmal in diesen Bereich und überprüft vor allen Dingen die Lage vor Ort, ob sich irgendwas geändert hat, was vielleicht irgendwelche neuen Planungen hinter sich herziehen würde. Wir haben es auch gehört vorhin bei der Vorführung, die Maschine ist... Keine Fahrzeuge, nichts Auffälliges. Die Überwachung kann für die nächsten 2 Stunden sichergestellt werden. Die Mitspieler haben grünes Licht. Verstanden, Firebird, grünes Licht für die Mitspieler, viel Erfolg. Ja genau, wir haben es jetzt gehört. Wie schon angesprochen, hat es jetzt
Die Sache ist, mit der Sensorik hat er sich nochmal ein Lagebild vor Ort gemacht und hat das entsprechend an die übergeordnete Führung und das Lagezentrum gemeldet, sodass auch an die Maschinen hinter ihm, die schon seit circa einer halben Stunde in der Luft sind, dass sie auch das komplette Lagebild haben und wissen, dass hier alles sicher ist und letztendlich die Operation mit Phase 1 beginnen kann. Wenn Sie jetzt wieder nach links schauen, sehen Sie einen leichten Unterstützungshubschrauber. Wir hatten ihn vorhin schon angesprochen, H145. An Bord dieses Hubschraubers befindet sich die schnelle Eingreifreserve. Das heißt, es sind 4 Soldaten, die in der Luft verbleiben werden, um schnell zu reagieren, sollte sich hier an der Lage unten am Boden irgendwas ändern. Dahinter 2 NH90 mit Soldaten hinten drin, die hier zur 2. Kompanie des Fallschirmregiments 31 gehören und sogenannte EGB-Kräfte sind. Das heißt, erweitert grundbefähigt. Und das ist einfach ein recht sperriger Bundeswehrbegriff für, die haben mehr auf dem Kasten als der normale Soldat. Auf jeden Fall werden diese Kameraden jetzt hier anfliegen und anlanden, wobei der leichte Unterstützungshubschrauber in der Luft bleiben wird und die beiden NH90 absetzen, um ihre Soldaten hier ebenfalls den Zutritt zu dem Dorf zu gewähren, damit hier am Boden die erste Verbindungsaufnahme stattfinden kann, zum Beispiel mit dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher, und die Leute darüber zu informieren, wie die nächsten Schritte aussehen, aber auch um die Aufnahme des Konvois, der hier nachher einfahren soll, zu koordinieren. Jetzt stellt sich vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen die Frage, warum landen wir denn da hinten? Die Ortschaft ist doch hier vorne. Ich meine, lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Ne? Nichtsdestotrotz, ich meine, Sie sehen selber die Hütten, wie sie hier aussehen. In Caroline in Rabala ist nicht unbedingt deutsche Baustruktur vorhanden. Und Sie haben vorhin bei dem Gleichszenario gesehen, wie viel Abwind so ein Hubschrauber entwickeln kann. Und wir haben hier einfach natürlich auch den Schutz der Zivilbevölkerung als oberstes Gut, weshalb wir nicht wollen, dass wir irgendwas in diesem Ort beschädigen und daher mit dem Hubschrauber etwas außerhalb. Gleiches gilt natürlich auch für den Sicherheitsaspekt der Bodenkräfte. Wenn ich in einem Dorf anlande, kann aus jeder Richtung irgendeine Gefahr auf mich zukommen, die ich nicht unbedingt sofort sehe. Und in dem Fall, wenn sich die Truppe von außen selber nähert, kann sie sich selber ein Bild vor Ort machen und in aller Ruhe dort einfließen. Und damit sie das nicht ganz allein zu Fuß machen muss, wir waren vorhin bei schlecht gefahren, kommt der CH-53 an mit einem sogenannten Mungo unten als Außenlast. Wir haben ja eben schon die beeindruckenden Eckwerte des CH-53 erfahren, wie viel Gewicht er als Außenlast mitnehmen kann. Dieses leichte Mehrzweckfahrzeug ist ein luftverlassbares Fahrzeug, deswegen ist das überhaupt möglich, was Sie da sehen. Ist leicht gepanzert und bietet Platz bis zu 10 Soldaten. Und Sie müssen das jetzt gleich mal aus der Nähe sehen, das Auto. Das sehen Sie dem nämlich gar nicht an, dass da so viele reinpassen. Und auch dieses Fahrzeug wird hier abgelegt, um die Mobilität der Truppe und auch den Schutz der Truppe einfach zu erhöhen. Und wenn Sie jetzt rechts auf dem Deich... Wir sehen da vorne rechts auf dem Deich. Ja, genau. Da sehen Sie, wie einer so ein oranges roten Schild die Luft hält. Das ist einfach das Zeichen für den Hubschrauber, dass er weiß, wo er hin muss. Weil so gut, wie Sie das orangene Viereck jetzt sehen, so gut sehen wir das nämlich auch aus dem Cockpit. So, und hier im Dorf findet jetzt die erste Kontaktaufnahme statt. Wahrscheinlich wären mit dem ersten Trupp auch Dolmetscher mit eingetroffen. Ganz genau. Wenn jetzt wir nicht der Landessprache mächtig sind, in großen Teilen, wenn wir jetzt zum Beispiel von Englisch reden, könnten wir da durchaus auch selbstverantwortlich tätig sein. Aber bei gerade besonders auffälligen und exotischen Sprachen ist natürlich der Dolmetscher immer dabei, weil das natürlich ansonsten die Nuancen eines Gesprächs verbessert, wenn man das versucht, mit anderen Worten zu machen. Und das ist auch der Grund, eine Gesprächsaufklärung, wie wir es nennen, ist durch nichts zu ersetzen. Sie wissen selber, was Tante Erna aus ihrer Straße macht. Ja? Das weiß kein anderer besser als Sie, weil es vielleicht Ihre Nachbarin ist. Und nur weil wir einmal rübergeflogen sind und Fotos gemacht haben, heißt das noch länger nicht, dass wir das auch wissen. Dort kommt der Mungo. Eingeflogen von CH-53.
für alle, die bei der Deichverteidigung nicht dabei waren. Es ist ein wirklich schweres Manöver, mit einer Außenlast zu fliegen und diese punktgenau abzusetzen. Da, Sie sehen das selber, wo das Kabel jetzt raushängt, der Pilot sitzt davor. Das ist wie wenn Sie mal ein Auto fahren würden, wo die Lenkachse hinter Ihnen liegt. Da ist eine ganz andere Erfahrung. Jeder Busfahrer oder alter T2-Fahrer wird wissen, wovon ich rede. Also der Fahrer des Mungo hat nicht drin gesessen. Um Gottes Willen, nein. Man kann nie ausschließen, dass irgendwas passiert. Ob nun ein Seil reißt oder sonst irgendwas. Und so eine Last kann auch gerne mal runterfallen und sei es durch den Piloten ausgelöst, weil er ein Problem mit der Maschine hat. Und da werden wir natürlich keine Person gefährden, indem wir sie da drin sitzen lassen. Und wir sehen den Tiger nach wie vor und den leichten Unterstützung für Hubschrauber, die weiter den Luftraum sichern und aufklären. Das ist richtig. Also beide Hubschrauber, sowohl der LUH, wir kürzen ihn mal ab, das ist einfacher, als auch der Tiger, sind natürlich in Funkverbindung zueinander, aber auch in Funkverbindung zu den Bodenkräften, sodass die Leute jederzeit den gleichen Informationsstand haben und auch jederzeit reagieren können und die Hubschrauber in einen ihnen bestimmten Ort hinlenken wollen. Ob man nun die schnelle Einsatzreserve des LUHs braucht oder die Sensorik, im schlimmsten Fall die Waffenwirkung des Tigers. Und nicht vergessen, wir haben gehört, es gibt auch Auseinandersetzungen in diesem Land. Das heißt also, Sie sehen auf dem Deich auch weiter, muss beobachtet werden, ob es möglicherweise irgendwelche Störungen gibt. Das ist richtig. Die Sicherung gehört ja zur allgemeinen taktischen Grundaufgabe und ist natürlich immer zu gewährleisten. Hier vorne sehen wir in dem Dorf, wie schon die ersten Verletzten behandelt werden von dem Sanitäter, der mit der Truppe mit eingeflogen ist. Und die Rundumsicherung und Perimetersicherung muss da natürlich stehen, weil man eben nicht weiß, welche Hintergedanken noch von der Umgebung ausgehen. Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie die Transall einfliegen. Diese Transall hat als Lufttransportflugzeug die Hilfsgüter hinten drin und wird diese Hilfsgüter jetzt abwerfen. Und wer sich davon lösen kann, kann dann auch noch mal auf die Videowand gucken. In ein paar Sekunden sehen Sie dann nämlich, wie das Ganze von innen aussieht. Also Sie können sehen, wie die Klappe aufgemacht wird, die Ladeluke hinten und wie gleich die Last abgesetzt wird. Genau, das Video läuft gerade, das läuft auch ganz gut. Der Bremsfallschirm und die Last am Fallschirm. Ein wunderbares Spiel der Physik. Jetzt stellt sich vielleicht natürlich der ein oder andere die Frage, warum wird denn die da jetzt abgeworfen? Es gibt doch einen Konvoi, der auf der Straße hierher unterwegs ist. Nun müssen Sie bedenken, nicht nur in Rambala, sondern auch in anderen Ländern sind wir ja von der Basis oder von wo aus wir auch immer operieren, nicht unbedingt in der Nähe genau zu der Ortschaft, der wir helfen wollen, sondern das sind weite Anfahrtswege, teilweise 3, 4, 5 Stunden. Diese Fahrzeuge sind natürlich im Allgemeinen einer besonderen Gefahr ausgesetzt, ob sie nun weiß sind und UN draufsteht oder eben nicht. Wenn natürlich hier auch noch deutlich wird, dass sich die Hilfsgüter an Bord dieser Fahrzeuge befinden, dann ist das ein noch viel größeres Risiko für die Besatzung und auch die Zivilisten an Bord dieses Konvois angegriffen zu werden. Deswegen hat man sich in dem Fall für die Variante entschieden, die Lasten abzuwerfen und dann mit dem Konvoi erst aufzunehmen, den Sie jetzt auch auf der Videowand sehr gut sehen können, wie er gerade Richtung Lasten fährt. Ja, deswegen hat man sich dafür hier entschieden, den Konvoi leer loszuschicken, auch deutlich sichtbar leer loszuschicken, damit er dann die Lasten hier vor Ort erst übernimmt, was natürlich ein kleiner Zeitfaktor ist, und dann unter Sicherung der Sicherungsfahrzeuge, die sich ebenfalls in diesem Konvoi befinden, hierher in die Ortschaft Caroline bewegt. Während dieser gesamten Zeit wird auch jetzt der Konvoi, so wie die Kamera ihn beobachtet, auf gleiche Art und Weise durch die Sensorik des Tigers beobachtet, um auch hier die Sicherung sicherzustellen. Auf der Videoleinwand sehen Sie den Konvoi. Genau, jetzt
Jetzt kommt die Umschalte gerade zur Gesprächsaufklärung. So wird das ungefähr ablaufen. Das heißt, der Führer der Bodenkräfte vor Ort nimmt sich den Bürgermeister zur Seite, den Ortsvorsteher, den Clanführer, wer das auch immer ist. Und hier geht es natürlich darum, sich auch den Etiketten des Landes anzupassen. Das heißt, man setzt sich zusammen, muss kein Stuhl sein, kann der Boden sein. Man trinkt eine Tasse Tee, je nachdem, was man angeboten kriegt. Man isst zusammen aus einer Pfanne Reis oder ähnliches, je nachdem, was die Gepflogenheiten des jeweiligen Landes sind. Und hier genau die Thematik, die ich vorhin schon angesprochen habe, geht dann diese Gesprächsaufklärung los. Das heißt, man erfährt von den örtlichen Leuten, wo der Schuh drückt, wo irgendwas Schlimmes passiert ist oder ähnliches. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo wir unsere Informationen herbekommen, die dann das umfassende Lagebild, was wir mit unserer Sensorik aufnehmen können. Fahrzeug aus Nordosten bei Alpha 2 mit hoher Geschwindigkeit. Firebird, hier Falcon 3, verstanden. Oh, ein Fahrzeug aus Nordosten bei Alpha 2 mit hoher Geschwindigkeit. Ich übernehme. Ja, okay, das klang jetzt so, als wenn ihr gerade ein Fahrzeug anguckt, was hier nicht hergehört, mit hoher Geschwindigkeit. Das wird jetzt gleich, denke ich mal, übernommen durch die Sicherungskräfte. Wir sehen sie jetzt noch hier. Der LUH und der Tiger, also der Funkspruch kam gerade vom Tiger, um das mal zu erklären, der mit seiner Sensorik gerade dieses Fahrzeug identifiziert hat. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, vielleicht kriegen wir das Bild des Tigers auch auf die Videowand, um zu überprüfen, was da gerade passiert ist. Und dann gucken wir mal. Es ist ein nicht identifiziertes Fahrzeug hier auf dem Gelände, so wie ich das erstmal sehe. Ja, ob, da sehen wir es auch schon. Ach ja. Nun ja, jetzt können wir es zumindest als Zuschauer ein klein wenig mehr identifizieren. Ganz glücklich und freundlich sahen die Kameraden da nicht aus, sodass wir hier, denke ich mal, gleich den Einsatz der Sicherungskräfte erleben werden. Falcon 3, hier Firebird. Blauer Pickup mit Person auf der Laderampe. Firebird, hier Falcon 3, verstanden. Ich habe den blauen Pickup erkannt. Beginne mit Vortex, benötige deine Unterstützung. Falcon 3, hier Firebird, ich passe auf dich auf. Ja, wunderbar, da haben wir schon das Funkgespräch gehört. Ich beginne mit Vortex. Jetzt ist natürlich die Frage für von Ihnen, was ist Vortex? Sie sehen jetzt hier den LUH auf das Fahrzeug zusteuern, um zu versuchen, das Fahrzeug abzudrängen oder zum Halten zu überreden, um es mal so auszudrücken. Das heißt, der leichte Unterstützungshubschrauber wird jetzt versuchen, mit Kreisen um das Fahrzeug herum und mit deutlichen Bewegungen des Piloten oder Co-Piloten, wenn er sie denn machen kann, versuchen, das Fahrzeug aufzuhalten, was Sie jetzt auch links im Bild sehen. Während der gesamten Zeit hat der Tiger alle beide auf dem Schirm, um zur Not eingreifen zu können, sollte hier die Lage eskalieren. Es sieht jetzt zumindest von meiner Warte so aus, als wenn die Pickup das nicht sonderlich interessiert. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Die finale Eskalationsstufe des Vortex-Manövers ist folgendes. Der leichte Unterstützungshubschrauber wird vorfliegen, sich auf der Zufahrtsstraße absetzen und die Eingreiftruppe aus dem Fahrzeug lassen. Warum machen wir das? Warum ist das so kompliziert? Sie müssen sich das so vorstellen. Wir hier am Flugplatz, wir kennen Hubschrauber. Wenn Sie in der Nähe eines Krankenhauses wohnen, kennen Sie Hubschrauber. Ja, aber wenn Sie von irgendwo anders kommen, haben Sie vielleicht selten einen Hubschrauber gesehen. Und nur weil der um Sie rumkreist, wissen Sie noch längst nicht, dass es vielleicht bedeutet, dass Sie anhalten sollen. Deswegen haben wir hier die nächste Eskalationsstufe erreicht. Der Pickup hält nicht an. Also lassen wir unsere Eingreiftruppe raus, die deutlich sichtbar militärisch und bewaffnet ist. Und wir werden es gleich sehen. Sie werden als allererstes Handzeichen in die Richtung des Pickups machen. Und ich gehe dann ganz stark davon aus oder hoffe es inständig, dass das ein deutliches Signal an die Besatzung des Pickups ist, nicht weiter fortzufahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird also in keinem Fall, ich sag's jetzt mal ganz salopp, drauf losgeballert, sondern es geht ja auch darum, in solchen Gebieten die Lage zu befrieden. Es geht darum, auch möglicherweise die Herzen, ich sag's noch ein bisschen pathetisch, die Herzen der Einwohner zu gewinnen. Und man muss nicht immer davon ausgehen, dass in jedem Fall ein feindlicher Akt, eine feindliche Absicht dahinter steht. Ganz genau. Ganz genau. In erster Linie ist es ein Hilfseinsatz und in erster Linie wollen wir ihr helfen. Und deswegen haben wir so viele differenzierte Eskalationsstufen. Das letzte Mittel wird auch und soll auch immer das letzte Mittel bleiben. Und hier sehen wir, war es erfolgreich. Der Konvoi ist mittlerweile auch schon im Bild angekommen. Und der wird natürlich nicht aufgehalten, das ist ja quasi ein angemeldeter Transport. Den werden wir jetzt hier gleich in die Ortschaft einfahren sehen. Während der Tiger die gesamte Zeit, gerade wenn der LUH am Boden ist, die Sicherung für das gesamte Gebiet übernimmt. Und auch der LUH hat jetzt die Eingreiftruppe wieder eingeladen und wird jetzt an dieser Stelle
wieder neu als Reserve oder freies Radikal eingesetzt werden können. Ja, und wie Sie ebenfalls sehen, der Konvoi fährt nicht schutzlos durch die Gegend, also der hat auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Sicherung. In dem Fall sehen Sie mehrere militärische Fahrzeuge, die davor fahren und die dahinter fahren, weil es natürlich, es gibt Lieferungen vom Deutschen Roten Kreuz und auch sonstigen Nichtregierungsorganisationen, die schutzlos fahren. Wir haben allerdings den Schutzauftrag und deswegen werden wir das sowohl aus der Luft als auch am Boden gewährleisten. So, während wir auf das Eintreffen dieses Konvois warten, haben wir vielleicht ganz kurz Gelegenheit. Das sind Situationen, die Sie, Konstantin, auch tatsächlich im Einsatz mehrfach erlebt haben. Ja, also das stimmt. Grundsätzlich war ich zweimal im Einsatz. Selber den scharfen Einsatz hatte ich, jetzt mag man glücklicherweise sagen, nicht an der Hand, aber viele Teilnehmer dieses Regimentes hier waren besonders jetzt im Mali-Einsatz in den letzten 2 Jahren stark gefordert, hatten wirklich sehr herausfordernde Einsätze. Und es gab natürlich auch genau die Situation, wo wir zum Beispiel zu einer Stelle gekommen sind, wo ein Lastwagen angesprengt wurde und sich ein weiterer Lastwagen genähert hat, der auf das Zuwinken und das Umkreisen des Hubschraubers nicht reagiert hat. Und auch hier musste das Luftfahrzeug wirklich mehr oder weniger dicht vor dem Fahrzeug die Straße absperren, bis der Fahrer im LKW erst gemerkt hat, oh, ich darf hier nicht weiterfahren. Nun ist Straße auch ein relativer Begriff, gerade in Mali. Wir reden hier von breiten, bis zu 400 Meter breiten Sandspuren durch die Wüste. Und wir reden auch bei diesen Einsätzen eben nicht von angenehmen Temperaturen wie hier heute Nachmittag in Fassberg, sondern auch teilweise sehr widrigen Umständen, Hitze, Staub und anderen Erschwernissen. Ganz genau, das ist richtig. Der Rekord, meine Kameraden mögen mich jetzt strafen, aber ich meine, in Mali lag er bei 56,8 Grad im Schatten. Das ist eine Temperatur, die man hier als Deutscher nicht unbedingt gewöhnt ist. Und wenn Sie die Kameraden im Dorf mal anschauen und sehen, was für Ausrüstungsgegenstände sie mit sich rumtragen, das ist auch das, was sie im Einsatz mit sich rumtragen werden. Das ist ein etwas dünnerer Stoff, aus dem die Uniformen sind. Aber sie haben trotzdem eine Schutzweste an, die vollgepackt ist mit Hilfsmitteln, die sie weiter noch für ihren Einsatz brauchen können. Und auch wenn das ein oder andere Fahrzeug klimatisiert sein mag, ist es trotzdem eine große Belastung, gerade körperlich, auch im Einsatz und dann physisch und psychisch, das mag man jetzt mal auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weg von zu Hause, auch eingefercht in Containern, teilweise mit 3- oder 4-Mann Belegung und ein Container, der ist, ich sag mal, unwesentlich größer als dieses Podest, auf dem wir jetzt hier stehen. Man hört in den Nachrichten immer von Auslandseinsätzen und je weniger man hört, desto besser eigentlich. Aber es ist schon sehr eindrucksvoll, mal, auch wenn es jetzt nur als Szenario durchgespielt wird, in Anführungsstrichen, mal nachvollziehen kann und erfahren kann, wie sowas wirklich in Wirklichkeit aussieht. Ja, das ist vollkommen korrekt. Das sieht auch immer so einfach aus und natürlich haben wir uns den Tag der Bundeswehr, meine Damen und Herren, auch nicht aus dem Hemdsärmel geschüttelt und machen das hier aus der hohlen Hand. Das ist immer eine Sache der langwierigen Planung, Vorbereitung und letztendlich auch Durchführung. Unsere grundsätzliche Vorbereitungszeit für so einen Einsatz beträgt 72 Stunden und die sollten wir letztendlich auch haben, damit er so verzugsfrei wie möglich anlaufen kann und die meisten Fehler, die auftreten können, beachtet wurden. Letztendlich kann man immer nicht an alles denken. Insofern ist das eine Teamleistung von allen Teilen, die hier teilnehmen. Und diese Teamleistung wollen wir Ihnen jetzt noch mal ganz kurz präsentieren, indem wir sowohl alle Luftfahrzeuge als auch alle Bodenkräfte hier mal auffahren lassen, damit Sie sehen, was alles an so einem Bild beteiligt ist und was alles an so einem Bild ineinandergreifen und koordiniert werden muss. Und dabei rede ich nicht nur von den Leuten, die hier im Dorf stehen. Wir gehen jetzt mal durchbrechen die vierte Wand, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal die Leute, die hier vorne stehen, mit irgendwelchen Kopfhörern auf dem Kopf, die die Kommandos zum Abruf geben. Die sagen Hubschrauber 1 jetzt, Hubschrauber 2 jetzt. Das ganze Team, was sich hier an den Ständen befindet und auch sonst was, das ist alles eine Gemeinschaftsleistung, dieser Tag der Bundeswehr.
Und ich denke, spätestens wenn die Luftfahrzeuge da hinten in Position sind, das Klatschen hören sie eh nicht, aber hoch die Hände Wochenende, es würde mich freuen, wenn sie dann alle mal winken könnten. Und ich denke, das wird die Kameraden dann auch zumindest gefallen, wenn sie sehen, dass die Unterstützung von ihrer Seite so weit gediegen ist, dass ihnen das hier alles sehr gefallen hat. Und das ist auch ein Bild, das alle, die fotografieren möchten, so in dieser Form sehr, sehr lange nicht wieder zu sehen bekommen werden. Also wir sehen die Eingreiftruppe, wir sehen den Konvoi, wir sehen den Mungo, die gepanzerten Mannschaftstransportfahrzeuge und vor allen Dingen die Hubschrauber. Wir haben den LUH, den H-135. 145, ich muss das kurz korrigieren. Das ist der 145, ja. Sonst bringt die Sonne, das kann passieren. Das ist der Nachfolger des 135. Pardon, der Tiger. Die beiden NH-90. Und der CH-53. Ja, meine Damen und Herren, gewinkt haben Sie. Jetzt darf ich Sie um nochmal einen dicken Applaus bitten für Konstantin Treue. Normalerweise fliegt dieser Mann NH90 Hubschrauber. Und den Schluck aus der Wasserpulle hat er sich jetzt echt verdient. Konstantin, vielen Dank! So, wie heißt das immer so schön? Mission. Wie gesagt, das war das Rückgrat der Luftbrücke vor 70 Jahren von Fassberg aus. Weit über 2 Millionen Tonnen wurden aus ganz Deutschland über Einbahnstraßen in der Luft nach Berlin transportiert. In einem Tag- und Nacht-Einsatz. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass bei fast 278.000 Flügen, insgesamt weit über 2 Millionen Tonnen an Lebensmitteln und auch Kohle ins blockierte Berlin geflogen wurde mit der Luftbrücke vom Juni 1948 bis zum September 1949. Ein Bild, das man fürchte ich. Mal in der Luft zu sehen. Die Ausstellungsstücke nach wie vor sind da und lassen Sie sich an. Jetzt sehen wir den Lubeck,
sehr gut geflogen. Das unterstützt und unterstreicht doch die Agilität. Der Kampfhubschrauber hat natürlich auch Waffen mit an Bord. Wir haben diesmal einen Rocket Launcher dran, wo wir 19 Raketen mit 70 mm bestücken können. Auf der anderen Seite haben wir eine Gun, 12,7 mm und 400 Schuss, die er dann mit transportieren kann. Über die Stubwings kann man auch anders modifizieren. Das heißt, ich kann Stinger, Luft-zu-Luft-Raketen anbauen oder auch Überführungstanks links und rechts, damit ich bis zu 1200 Kilometer fliegen kann. So, das ist jetzt die Trichterform. Ist das Schwerste, was wir heute hier fliegen. Sieht einfach aus, aber hier die Höhe zu halten und quasi den Punkt hinterm Heckrotor als Umkehrpunkt zu nehmen, ist die Königsdisziplin. Habe ich mir von meinem Piloten melden lassen. Die Höchstgeschwindigkeit vom Tiger ist also 290 km/h, oben mit Mastvisier und ohne bis 315 km/h. Ja, unsere Tiger werden gewartet von Tiger Mechfelden. Das heißt, die fliegen nicht mit, wie bei NA90. Die stehen dann hinten in der Schlammzone und dürfen warten, bis er wieder da ist. Dann wird betankt, aufmunitioniert, einen Zwischenflug gemacht und dann geht's weiter. Da möchte ich dann den Stabsoffizier Hermann mal grüßen. Hoffentlich hört er mich hinten. So, das ist jetzt eine Drehung um die Hochachse mit Abkippen. Tiger gibt es in verschiedenen Varianten. Die Franzosen, die auch hier am Platz sind, an der deutsch-französischen Ausbildungseinrichtung Tiger, haben den Archer-D, Archer-P, wir haben den Unterstützungshubschrauber Tiger und die Spanier nutzen die Version von den Franzosen. Was ist das für ein Tiger über dem Rotor? Das sieht ja aus wie ja, Kamera oder was ist das? Genau, das ist oben das Mastvisier. Da haben wir eine TV-Kamera, TI-Kamera drin, den elektrooptischen Block für die Hotanlage. Ja, und das kann man dann quasi im Nachtflug benutzen, um sichtbar zu machen, TV-Aufnahmen zu machen. Das ist alles verortet. Und ein Laserentfernungsmesser haben wir da drin. Wenn wir quasi ein Ziel markieren wollen, um die Pass ins Ziel zu bringen. Ja, auch ich als Techniker bin immer wieder beeindruckt von der Agilität. Einmalig. Wir hatten festes Federfahrwerk. Ja, überlappen. Bei uns ist das Fahrwerk tatsächlich fest angebaut. Das können wir nicht einfahren. Nutzt uns, sage ich mal, auf freien Flächen natürlich ein bisschen mehr, weil es stabiler ist. Ja, und gerade mit Fahrwerk und mit den Sitzen haben wir eine Crashsicherheit von 15 Meter Höhe. Ja, das war's. Strahli und Chris bedanken sich und wir sehen uns heute Nachmittag nochmal wieder. Ja. Tom, vielen herzlichen Dank und wir bedanken uns auch bei den Piloten des Tiger.
Sie sehen, das Erste, was da rauskommt, das ist das Wasser.